Hallo zusammen, bist du aus der Kurs und stell dich gern, gibst den Beruf bei Siegers und Schur vor. Kommt mit! Es gibt selten verschiedene Arbeiten. Heute zeige ich euch, wie eine Trockenbauwand aufgestellt wird. Nachher würde ich sie verspachteln und zum Schluss kommt noch ein Abrieb als Sandbeschichtung drauf. Bei Siegers und Schur wird deine Arbeit wertgeschätzt und du wirst respektvoll und anständig behandelt. Und wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, bekommst du sogar noch einen Weiterbildungsbonus. Wenn du gerne fit bist und gerne unterwegs bist, dann wähl den Gipserberuf. Und hat euch der Alltag bei mir gefallen? Falls ja, bewerbt euch bei Siegers und Schur.